vorsichtig abbauen hier. Sehr vorsichtig. Okay, ich habe jetzt Bruchstein. Okay, das ist also Bruchstein. Sieht aber anders aus. Ja, wenn du Stein abbaust, dann hast du Bruchstein. Nee, das ist Basalt. Basalt ist das. Ach so. Und ein Spitzhack kaputt. Was kann man aus Basalt machen? Ein Basalthaus. Hübsch. Oder eine Basaltmauer. Du mit deinen Mauern. Ja. Schon Pläne schmieden für den Mauerbau. Muss man früh mit anfangen. Nach der Machtergreifung muss es dann schnell gehen. Aber wer zahlt denn dafür? Die Bürger natürlich. Wer sonst? Mein Gott. Findet sich schon, wer die Superreichen. Und wenn die Partei an die Macht kommt, gibt es ja sowieso eine Reichensteuer. Damit wird sich ja vieles finanzieren lassen. Wenn Apple und Amazon endlich mal Steuern zahlen müssen. Die Firmen, die ihren Sitz nicht in Deutschland haben? Aber dann müssen wir erstmal den Krieg gegen die Türkei finanzieren. Warum? Weil die Partei natürlich Krieg die Türkei wird einen Krieg gegen Deutschland führen. Okay. Weil die Partei und Martin Sonneborn auch schon so viele und auch weiterhin dann so viele Schimpftiraden gegen Erdogan getan hat, dass da der lässt sich halt gerne provozieren, der liebe Erdogan. Und es ist absehbar, dass dann der Irre vom Bosporus natürlich, dass ihm das nicht gefallen wird. Machst du eigentlich noch irgendwas anderes, außer die ganze Zeit irgendwelche Zitate wiederholen? Was, wozu, in welchem... War irgendwas davon jetzt... Von dir oder hast du jetzt einfach nur Reden kopiert? Das war relativ frei jetzt nach dem. Das war mit. Also der Irre von Bosporus, das war natürlich. Das war ein Wort, das der Herr Sonneborn erwähnt hat. Aber der Rest war jetzt relativ frei. Ah ja. Also Irre von Bosporus, so nennt ihn der Martin Sonneborn. Aber der Rest war meines Wissens, meines besten Wissens nach, recht frei formuliert. So, ich nehme mein Diamantschwert wieder mit. Die Brücke ist jetzt safe. Hab's zu Ende gebaut. Kommst du halt nicht mehr in den Nether rein, oder? Ich hole jetzt erstmal Eisen und das
Und Stein und alles. Okay, ich mache hier gerade meinen Probetest. Elfmal durchrennen. Aha. Ja. Hier ist die Und jetzt haben Kuh. nicht da drüben noch ein bisschen Schwarzstein. Versucht dabei nicht zu sterben in der Lava. Oha, Angriff. Oh, Kacke. Aufpassen. Hier bin ich nicht safe. Vorsichtig abbauen. Ich bringe ein bisschen Basalt mit. Sofern ich das hier überlebe. Okay, also kein Basalt. Und hier könnte ich mich vielleicht einbauen. So. Dann kann ich hier über mir einiges abbauen. So. Ja, und sonst so? Eisen suchen halt, ne? Die Decke über mir abbauen. Aus dem Quarz kann man bestimmt irgendwas machen, oder? Da gibt's doch, gab's doch irgendwie. Da weiß ich, dass es dafür Rezepte gab. Da kommt man Ja, was. bestimmt. Aus dem Basalt bin ich mir nicht sicher, ob das irgendwo für was bringt. Wahrscheinlich nicht. Sammle trotzdem erstmal einen Stick. Ja, besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Ja, sehe ich genauso. Okay, jetzt habe ich einen kleinen Turm reingebaut. Jetzt kann man halt keine Treppe hochbauen. Sehr schön. Damit kann man doch arbeiten. Nicht hüpfen, Zwergi, das wäre blöd. So, da kann man dann runter. Dann in die gefährlichen Höhen. Uff. Hier wäre meine Fackel oder so. Nichts Verkehrtes. Jetzt bin ich hier oben.
Das ist nur wieder netter weg. Okay. Sie brutzelt Lava. Sollte ich vorsichtig sein beim Bauen? Wo die ganz stimmen. Ja, was beschäftigt. Was soll ich großartig sagen? Beschäftigt mit dem Eisenbau, Eisen suchen oder was? Ja, ziemlich. Okay, jetzt bin ich hier oben. Mach die Lava zu. Okay, was ist das jetzt hier für ein Stein? Das ist Magma-Block. Moment. Ich habe hier gerade Silberfische. Okay, ich habe hier ein paar Magma-Blöcke. Auch nicht dumm, die abzubauen. Was willst du damit? Ach so, für Aufzüge, ja, klar. Brauchen wir. Aufzüge? Ja. Das ist Lava. Das ist auch Lava. Scheiße. War es ein Becken oder war es ein Block? Ein Block und ich habe mein Diamantschwert drin verloren. Hast du gesehen, wie es reingefallen ist? Ich bin reingefallen. Alles, was ich im Inventar hatte, ist mit mir reingefallen. Ja, aber es kann doch daneben gedroppt sein. Guck definitiv nicht. Definitiv nicht. Ja, das ist schlecht. Ja gut. Und das Diamantschwert ist jetzt ein bisschen schade. Der Rest. Da kann man neue sammeln irgendwann. Das ist jetzt scheiße. Ich gehe nochmal hin und guck mal nochmal, ob ich da was kriegen kann. Eine ganze Rüstung und so ist halt jetzt für den Arsch. Ja gut, also mit nix aus dem Nether raus. Das ist doch schönes Gefühl für heute. Klingt eigentlich wie immer. Aber wir haben einen Weg ins neue Land gebaut. Meinst du, wo wir auch über einfach so hätten rübergehen können? Ein bisschen unsicher, aber möglich. Jetzt haben wir einen sicheren Weg. Immerhin. Redstone. So sicher auch nicht. Wir müssen noch eine Möglichkeit finden, um da nach unten zu kommen, wo das eigentliche Zeug stattfindet. Kriegen wir auch noch hin. Red doch nicht klein, was wir heute gemacht haben. Und ich hab einen Basalt. Aiden. Wieso eigentlich, was wir heute gemacht haben? Willst du jetzt schon aufhören, oder was? Nö. Aber für den Nether würde ich wahrscheinlich gleich aufhören. Ich habe jetzt nicht großartig Bock, hier nochmal reinzugehen. Ja gut, dann baue ich halt weiter. Ja, hier, das ist meine... Da liegt mein Zeug drin. Sehr schön. Mit Diamantschwert und so. Ich kann halt hier nichts abbauen ohne Spitzhacke. Ohne Spitzhacke kann ich halt nichts machen. Aber ja, die Brücke sieht hübsch aus. Machen wir kurz einen Screenshot davon. Das beurteile immer noch ich, ob die gut aussieht oder nicht. Naja, gut, ist was anderes, aber. Aha. Beeindruckend sieht's aus. Schick dir gleich mal einen Screenshot. Wozu? Ich bin gefühlt 2 Minuten neben dir. Okay, ich würde mal sagen, da ich eh nichts im Inventar habe. Giovannimo. Leroy Jenkins. Hat sich gerade den Screenshot umgebracht? Nö, ich bin einfach runtergesprungen. Den Screenshot habe ich schon gehabt. Ich hatte halt einfach keinen Bock, ich hatte eh nichts an. Nächsten mit dabei, das ist, könnte mich einfach umbringen.
Ja, gehen wir dann später nochmal rein und holen uns andere Sachen. Das ist irgendwann anders. Hast du gerade ein Bett in deiner Nähe? Nö, ich bin in der Mine. Jo, aber hier ist wieder Tag, hier ist wieder Nacht geworden. Hier bin ich. Aber wo ist hier? In dem anderen Abschnitt von der Höhle, wo den wir schon die ganze Zeit gesehen haben. Und hier war ich anscheinend auch schon mal. Ich sehe zumindest viele Fackeln. Bestaunt meiner Kürbiskunst. Ich war da auch auf Stream mal unten. Ich habe da ruhig mal ein bisschen Steine Ja, dann wird gesammelt. das wahrscheinlich von dir sein hier. Eventuell ist das von mir. Tja, so viel zum Diamantschwert. Ja, hier ist noch Eisen, hier warst definitiv du. Und ich muss mal wieder Diamant suchen gehen, weil, ja, so viel zum Diamantschwert. Jetzt habe ich mein Diamantschwert im Nether verloren. Ach, Mann. Das schöne Diamantschwert. Ja, aber die Spitzhacke haben wir noch. Also, wenn wir ein zweites Portal bauen wollen oder so als Schnellreise, können wir machen. Naja, wir finden bestimmt irgendwann mal neue Diamanten. So, na dann. Noch mehr Eisen. Was machen wir jetzt? Was wollt ihr jetzt tun? Craft können wir ja nichts. Wir haben ja nichts Sinnvolles mitgebracht. Ja, wenn wir nicht Reise craften können, umsonst. dann können wir nur meinen. Oder bauen. Ja, können Mauerbau angehen. Können wir das Mauerbauprojekt starten? Weiß zwar nicht ganz warum, aber Einfach um eine Mauer ums Dorf zu haben. warum? Das ist Und nur nervig für das uns Gebiet und ein die bisschen Dinger spawnen abzu. sowieso. Das Gebiet abzugrenzen. Und dann können wir auch hinter der Mauer können wir auch ein Schienensystem lang bauen. Das können wir auch mal machen. Das hält die Monster fern. Okay, Ist übrigens wirklich, sicher. ja, ist wirklich so. Musst mal ausprobieren. Ja, aber du weißt, dass die Dinger innen spawnen, oder? Ja, aber dann können sie Ich hab. zumindest nicht, dann kommen sie zumindest nicht von außen. Ah, ich Ja, sehe kommen gerade sie auch. unseren Müllberg, den wir dort oben vom Turm noch aufgebaut haben. Der bleibt. Glaube ich nicht. So, ich mache eine kleine Kaffeepause. Mach das, ich komme noch eben hier. Hoch, mach mir eine Spitzhacke und dann. So, na dann bauen wir mal die Mauer wieder auf. Wo ich mir mal den ganzen Stein, den ich gebrannt habe, ins Inventar. Erstmal nur eine Reihe, damit ich nicht es verliere. Nicht zu viel verliere. Okay, und dann. Ja, hab eh das Inventar, ja, hab eh kein Schwert und so mit. Hallo. Können wir jetzt eh beginnen. Hey Mordi, willkommen zurück. Ja, ich muss dann in 5 Minuten oder so nochmal eben weg. Ich habe eine Pizza im Ofen gerade. Mach das. Hast gerade ein Bett in deiner Nähe? Nö, nach wie vor nicht. Hm, Mist. Muss jetzt nachts mit dem Bau beginnen. So. Dann Sachen an, Modi, wo, in welche Richtung würdest dich momentan am meisten stören, dass eine Mauer steht? Ist mir eigentlich vollkommen egal, ich habe meinen Berg. Richtung Sumpf oder Richtung in die andere Richtung hinter Profs Haus? Der Sumpf würde noch Sinn machen. Die Frage ist, wo müssen wir am meisten hin? Würdest dann. Es würden natürlich Türen oder eine Tür in der Mauer geben, da kannst du dann durch, aber. Ja gut, ich sehe halt echt immer noch nicht den Sinn von der Mauer, aber wenn du eine bauen willst, Ja. würde ich sagen, Selbstverteidigung. macht halt wenig Sinn. Ich meine, bei mir ist absichtlich nichts ausgeleuchtet, damit auch was spawnen kann. Und bei dir, ich weiß Ja, nicht, will hast du ich ein gerade. Glück. Es hat gerade Nacht und ich werde hier angegriffen, das ist natürlich.
unoptimal. Gibt es eine Möglichkeit, dass du gerade mal das Spiel verlassen kannst, dass ich mal irgendwie... Moment. Ja, ich bin raus. So, sehr gut, dann kann ich kurz schlafen. Sehr gut, ist wieder Tag. Kannst du da reinkommen? Juhu. Werde ich hier nicht angegriffen. Genossen. Skelett. Und jetzt zwingen Jehovas vielleicht mal auszusperren. Die finden immer einen Weg. Genau dafür brauchen wir die Mauer. Dann müssen wir hier erstmal ein paar Bäume weg hier. Damit die Mauer seinen Platz haben kann. Gehst du mal sterben? Ja, da ist die Sonne, Verbrenner. Mach ich gleich. Meine nicht dich. Kannst du gerne auch so machen, aber. Ich meine, das Skelett hier. Die Zeuge Jehovas hier schon wieder. Die haben was gegen den Mauerbau. Das ist die protestieren hier. Das ist. War mal wieder klar. Das ist nur die Bevölkerung. Was weiß die schon? Die protestieren hier gegen den Mauerbau. Das ist hier. Skandalös. Das hätten sie damals in der DDR auch gemacht, wenn sie gedurft hätten. Einfach ignorieren. Ja, dürfen die ja hier auch nicht. Das ist ja... Ja, wie gesagt, einfach ignorieren, das geht schon. Ja. So, ich habe wieder ein paar Stacks Stein, das heißt, ich kann im Nether weitermachen. So. Ist doch hier ein guter Ort, um anzufangen. So, Musik passt auch gerade sehr gut. Wie der SpongeBob also? Nö. Hat so ein bisschen beschwingte. Ja. Volksmusik würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen. Schade, ist es nicht der Dresden-Swing? Sentimentale Musik. Es ist tatsächlich, ich kann es gerade sagen, es ist Final Fantasy. Natürlich ist es Final Fantasy. Hast du euch jemals einen Teil gespielt? Nee. Aber passt ganz gut. Final Fantasy passt doch ganz gut zum Mauerbau. Ja. Ja, ich wollte noch Gold. Ach ja, dafür wollte ich die Spitzhacke. So. Macht halt Sinn, hier so irgendwo zu beginnen. Kann man sie auch irgendwo runter zum... Hier so irgendwie schließen oder so. So, den ersten Stein. Wo sitzt man den ersten Stein? Hier. So, der Grundstein ist gesetzt. Na dann. Die endgültige Teilung der Minecraft-Welt. Let's go. Nur ist die Frage, sind wir der Westen oder sind wir der Osten? Die Mitte. Aber ich will nicht die CDU sein. Seit wann ist die CDU die Mitte? Ja, die ist ja rechts. Ich mache mir jetzt erstmal ein Schild. Ein bisschen breit muss natürlich dazwischen auch sein. Da vielleicht zwischendurch durchlaufen kann. Ja, das ist jetzt das Unwichtigste jetzt hier, das Ding.
Hast du eigentlich ein Schild? Nö. Wozu soll ich ein Schild brauchen? Ja, ich habe zwei. Ich bring dir einen rüber. Ich habe noch gar keins gekraftet. Überhaupt noch gar nicht in diesem Projekt. Solltest du mal, dann stirbst du vielleicht nicht andauernd. Ja. Ich hab's mal in eine von deinen Unmengen an Kisten gepackt. Du kannst die Waffentruhe neben der Bergbank packen. Da passt ich hab's hin. Einfach in irgendeine okay. Kiste gesteckt. Ich muss sowieso mal die Kisten sortieren. Am besten offscreen. Darauf wollte ich hinaus. Ich muss sowieso mal von meinem Holzhaus, ehemaliges Dreckshaus, dort mal das Zeug rüberholen. So, ist die Brücke eigentlich fertig mittlerweile? Die Brücke ist fertig, da kannst du Idioten sicher rüber. Sein Gas greift die Brücke an und macht sie kaputt. Ist auch schon mal passiert. Sehr gut. Du gehst nochmal nieder oder was? Ich bin jetzt schon drüben, ja. Ich hab nichts Wertvolles dabei. Auch halt ein bisschen Gold. Ich habe das Gefühl. Und vor allem hätte ich ganz gern erstmal einen Magma-Block und dann vielleicht noch einen Weg nach unten sichern. Ich habe das Gefühl, der Stein wird. Oh, tot. Oh. Ich habe das Gefühl, der Stein wird nicht so sonderlich lange reichen. Cool. Das war also alles umsonst, was ich gemacht habe. Nice. Ach, deine Ressourcen wieder weg oder was? Ja. Ja, typisch. Ich baue mir jetzt Kisten. Ja, das wäre mal sinnvoll. Ich baue einfach das Lager aus, ich habe nichts anderes zu tun. Und apropos, ich muss eben weg, ich glaube, mein Zeug ist fertig. Mach das. Der Mauer muss weg. Die Natur muss der Mauer weichen. Vielleicht kommen die Umweltschützer. Keiner da. Die kommen noch. Ja, die Umweltschützer, das ist auch so ein Ding. Beim Mauerbau muss man natürlich auch berücksichtigen. Ist dann wieder irgendeine Fledermausart, die dann irgendwie irgendein Pigment, was hier lebt. Und so ein netter Schwein, was hier irgendwie angeblich sein Habitat hat. Bei Mordi macht es klapper rums. Dann würdest du dich mal muten, während du hier rumklapperst. Das ist ganz schön unhübsch. Mordi. Na, machst du meistens auch nicht, also. Ja, gut. Ja, aber du darfst das natürlich. So, Holz. So, na dann ziehen wir so hoch. Erstmal das kleine Teilstück hier. Dann schauen wir mal weiter. So, wie hoch bauen wir sie denn? Wie hoch das soll sie dann? Das ist jetzt alles deine Sache. Ich bin gegen die Mauer. Ja, haben wir schon gehört. Und dich habe ich ja nicht gefragt. Ach, hast du Leute im Chat? Doch, ich habe gefragt, wie hoch sie gebaut wird, aber ich habe dich nicht gefragt, ob ich die Mauer bauen soll. Seit wann werden denn die Einwohner des Dorfes gefragt, ob sie die Mauer wollen? Ich bin da oben der Präsident von meinem eigenen kleinen Haus auf dem Berg. Ja, das ich Berg. Ich habe Entscheidungsmacht. Auch den Berg wird's kaum betreffen. Ich denke, da oben wird nichts. Das ist ja relativ sicher, dass du hast ja ein Gebirge, du hast das Gebirge ist ja. Das wird alles planiert. Das ist ja. Was soll denn dafür übers Gebirge reinkommen? Das ist doch. Ziegen. Das ist doch. Viele Ziegen. Da bist du dann für verantwortlich, da deine Schutzmaßnahmen zu betreiben. Ach, du meinst gar nichts?
Ich meine, ich habe oben nicht mal ausgeleuchtet. Ich schotte mich hier nur gegen die westliche Welt ab. Das ist. Die bösen Amerikaner. Aus dem Norden. Ich würde doch mal sagen, das Gebirge im Norden. Obwohl die Sonne geht hinter, gerade hinter dem Gebirge runter, also. Doch nicht der Norden.